Damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Motorsport Manager. Und wir haben das erste Rennen sehr, sehr erfolgreich abgeschlossen, haben eine Menge Punkte geholt und sind in der Teamwertung. In der Teamwertung führen wir vor den Mexikanern, den Deutschen. Das ist die ersten fünf Teams aus fünf verschiedenen Nationen. Das ist schon nicht schlecht. Und die deutschen Teams haben sich jetzt nicht so gut verkauft, abgesehen von Team Mücke Motorsport. Ja, also das erste Rennen, ein voller Erfolg. Hier sehen wir unsere Teamdaten. Sind halt noch nicht das beste Team. Haben uns wacker geschlagen und wir schauen mal weiter und gehen hier die News durch. Uiuiuiui. Schumacher schlägt Monhaupt knapp im Kampf um die Pole. Ja, das haben wir gesehen. Update, überprüfen Sie Ihr Fahrzeug, das machen wir auch mal. Wir können auch gucken, können wir irgendwas entwickeln? Nein, wir haben alles Einheitsteile. Diese Entwicklung geht nicht, weil alles Einheitsteile sind. Der Vorteil bei Einheitsteilen ist im Übrigen, dass es keine Entwicklung gibt. Das ist insofern ein Vorteil, gerade für uns als Anfänger, als dass wir viel Geld sparen. Ansonsten würden wir hier wie bekloppt entwickeln. Der Nachteil ist natürlich, das Feld ist ziemlich gleich stark. Und das muss ja nicht immer zwingend ein Vor- bzw. ein Nachteil sein. Das ist natürlich immer eine Ansichtssache. Wir gehen mal weiter in den Nachrichten. Haben Sie Zeit für ein paar Fragen für ESPN? Ja, haben wir. Okay, das war eine erste volle Rennwochenende als Leiter einer Formula 4 Teams. Wie fühlen Sie sich? Großartig! Es war einfach ein wundervolles Wochenende, oder ich bin mit dem Wochenende ganz zufrieden, aber meine Arbeit hat erst begonnen, oder ich bin sehr enttäuscht von diesem Wochenende. Wir haben als Team so viel mehr zu bieten. Ich würde sagen, wir nehmen Antwort B. Obwohl A ist eigentlich, aber das ist, glaube ich, das, was man hören will. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Bayerische. Das nehmen wir mit. Danke, Giovanni. Giovanni Trapattoni. So, das ist der Boxen-Mannschaftsreport. Wir müssen drauf achten. Auf Geld. Wir müssen... Oh, ist mehr geworden. Wir haben Geld vermehrt. Das ist wie Familie. Wird mehr und besser. Hier müssen wir halt drauf achten. Und die Werte, das heißt, wir gehen mal und schaut euch das mal an. Den müssen wir haben. Ich erkläre gleich warum. Der hat 12 auf Reifenwechsel. 12. Das heißt, dass der ist unglaublich gut, dieser Mann. Ansonsten müssen wir mal gucken. Wir brauchen noch jemanden für Reifenwechsel. Naja, 6. 6 ist besser als 7. Umgekehrt. Ist ja hier nicht die Schule. Bisschen dumme Quatsche hier. Machen wir so. Ja, jetzt müsst ihr mal gucken. Das ist ja der Heber vorne. Und für den Heber vorne haben wir hier schon einen Topmann. Das heißt, wenn wir den dahin tauschen, diesen Hebermann, dann haben wir hier einen für den Reifen. Boah, jetzt sind die Boxenstops deutlich besser. Also wir sind jetzt halbwegs gut aufgestellt, können hier noch eine Menge Leute einstellen, aber es gibt es jetzt nicht so das herausragende Talent, als dass wir da Hermann machen müssen. So, das sind die Scouting-Reports, die können wir uns auch nochmal anschauen, dann sind wir alle News durch. Da sind noch eine ganze Menge in der Liste. Ja, sieht man, 37 Tage. Ja, das hilft uns dann sicherlich für die nächste Saison ein bisschen besser fahrerisch aufzustellen. Und ich würde ganz klar sagen, wir müssen mal gucken. Unsere Fahrer sind sternemäßig gar nicht so schlecht. Hier im Übrigen, dieses gelbe, grüne bzw. rote ist ja hier genau entgegengesetzt. Heißt einfach nur, da ist er besser. Also grün bedeutet immer, er ist besser als er, also öfter besser. Zum Beispiel haben wir hier besser im Rennen einmal, da hat er ihn geschlagen. Was haben wir hier noch? Formel 4 ist auf Position 2, auf Position 5, hat 19 Punkte, hat 16 Punkte. Also der schlechtere Wert ist immer rot, grau heißt, sie sind identisch. Ja, also das ist schon mal nicht so schlecht. Und jetzt müssen wir gucken, nennen es Teamer. Und das Teamer, wir sehen bei Fahrer, haben wir denn noch Defizite?
Ja, auch Mitarbeiter. Also wir sind auch sponsorentechnisch nur auf Platz 10. Ja, da müssen wir gucken. Die Boxenmannschaft haben wir jetzt massiv verbessert. Da sind wir hochgeschossen, mittlerweile auf Platz 8. Wagen ist eh alle identisch. Es ist ja ein Einheitswagen. Und wir müssen gucken. Also wichtig ist natürlich Fahrer und Mitarbeiter. Und Sponsoren natürlich auch mittelfristig, um Geld zu bekommen. Also wie gesagt, aber Geld läuft. Wir sehen, wir machen Einnahmen pro Rennen. Das ist schon nicht schlecht. Und da wir nichts ausgeben können. Ja, wir können ja nichts ausgeben. Neue Entwicklungen. Wir können auch nichts entwickeln. Wir können nichts verbessern. Wir können nichts machen. Können wir das Geld natürlich gut investieren. Und jetzt muss ich mal gucken. Es gab die Möglichkeit für die nächste Saison. Ich weiß aber nicht mehr wo. War das im Kalender? Ah, hier haben wir das nächste Rennen übrigens. Es ist nochmal in Yokohama. Aber eine etwas andere Streckenführung, wie man hier sieht. Ja, und wettermäßig werden wir diesmal Petrus nicht auf unserer Seite haben. Das heißt, da gilt es wirklich mal zu gucken. In Finanzen war das im Übrigen. Budget fürs nächste hoch. Ja, genau, das ist auch richtig. Dass wir nächstes Jahr sehr gut aussehen. Reparaturen abgeschlossen. Jetzt können wir hingehen. Fahrzeugreparaturen sind beendet. Ja, wunderbar. Und das heißt, wir können hier hingehen und können sagen, wir dürfen keine Leistungssteigerung machen. Ja, wir können nur die Zuverlässigkeit verbessern. Mehr können wir nicht machen. Aber das wird noch kommen. Das ist jetzt in der untersten Liga natürlich so. Und in dieser Liga, da steigt man natürlich auf und ab. Und als Team stehen wir ja schon mal top da. Und wenn wir das so halbwegs halten könnten, wobei das echt übertrieben ist, es ist die erste Saison, dann würden wir aufsteigen. Ich glaube, der erste steigt auf. Wir haben übrigens keinen Sieg und sind vorne. Das sieht witzig aus. Und tendenziell würde ich uns so auf Platz 10 sehen. Da denkt man jetzt so, guck dir den Abstand an, 26 Punkte, aber das geht schnell. Also irgendwo zwischen 8 und 10 hätte ich uns vor der Saison, glaube ich, so gesehen. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Und ich hoffe, dass ich nicht so viel Blödsinn labere. Ich hoffe, das habe ich im letzten Video auch nicht getan. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Denn es ist brütend heiß in Deutschland. Und ich würde sagen, wir machen erstmal weiter. Mehr können wir jetzt gerade eh nicht machen. Ja, und dann heißt es warten, warten, warten. Gleich kommt der 1. April, nämlich jetzt. Ja, und wir reisen gleich zum nächsten Rennen. Ein Finanzreport gibt es. Scouting. Oh, denn da geht schon gut voran. Ja, David Schumacher sind wir gerade am Erforschen. Wird Trulli zurücktreten? Ja, das ist die große Frage. Ja, das haben wir schon gesehen. Mitarbeiterzentrum. Gerüchte vorrennen. Ja, das sind Sachen, die lesen wir jetzt nicht alle. Und Finanzmanagement. Ich bin mittlerweile angesichts der Finanzen sehr besorgt. Ja, verstehe ich jetzt nicht, denn es läuft ja. Wir machen ja Plus. Aber ich kann auch verstehen, dass ein, ja, ein Verantwortlicher da Probleme hat. Ja, hier läuft's. Wir sollten warten. Wir können das Geld natürlich jetzt nicht rauswerfen. So, und jetzt geht's zum nächsten Rennen. Der große Preis von Yokohama, Teil 2, auf einer etwas anderen Streckenführung. Und, ja, wir können nur diesen Sponsor-Deal wählen. Und wir machen auf jeden Fall Plus. Und das ist auch sehr wichtig. Ja, hier können wir nichts machen. Es sind ja Einheitsteile, also können wir hier auch noch weitergehen. So, dann Japan. Big in Japan. Japan. Big in Japan. Japan. Naja, ich wollte ein bisschen Stimmung machen. Es ist die Wärme, sorry. Aber ein toller Song auch. Und Japan ist sicherlich auch ein ganz tolles Land. Also was ich sicherlich auch mal gerne besuchen wollen würde. Aber ja, das ist in weiter Ferne. Aber ein sehr, sehr schönes Land, glaube ich schon, dass Japan sehr viel zu bieten hat. Und ich denke da nicht unbedingt an Tokio oder so. Ich glaube, so das Stadtleben, das ist so zu viel wahrscheinlich. Das ist vielleicht mal interessant zu sehen, aber es ist wahrscheinlich mega hektisch und stressig da auf den Straßen. Egal ob zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die wir hier sehen. Hat Anbandung an Suzuka, man sieht es auch an Riesenrad. Und wir nehmen den Fahrer und der gibt übrigens mehr Feedback. Ich glaube, letztes Mal habe ich den Kollegen Anthony genommen. Wir nehmen
José Domingo. Ach, der Name, er zergeht auf meiner Zunge. Oder ist er ähnlich? So, jetzt müssen wir mal gucken. So, wir haben uns dafür entschieden. Und jetzt können wir nämlich die Konfiguration vergleichen und sehen, eine wirkliche Hilfe, die haben wir nicht. Wir wissen nur, dass die Geschwindigkeit in etwa passt. Mehr wissen wir nicht. Und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal so. Oh, 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 da habe ich irgendwas geklickt, was ich nicht klicken wollte. Ah, okay, er hat die Standardkonfiguration wieder genommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das top ist. Vielleicht ist es auch mega Schrott. Kann natürlich auch sein. Und wir nehmen die weichsten Reifen. Mit denen werden wir wahrscheinlich die größte Zeit fahren. Und dann kommt auch der Kollege. Und ich glaube, auch hier ist Abtrieb aufgrund der vielen Kurven vorgegeben. Und auch hier, glaube ich, müssen wir in dem Bereich sein. Einziges, was wir vielleicht mal probieren können, ist, dass der ein etwas, ja, sagen wir mal, direkteres Fahrverhalten hat. So, wir probieren es. Hat auch die richtigen Reifen. Und dann geht's los. Wir haben jetzt nicht so viel Trainingszeit. Das Training ist doch arg kurz. 15 Minuten. Und das bedeutet, wir müssen uns schon Gedanken wieder machen. Wie wollen wir das nutzen? Renntrim ist definitiv richtig.